So, herzlich willkommen. So, jetzt. Ja, herzlich willkommen zu MyTown Episode 29. So. Lalilu, let's play now. Okay. Wir tun haben sein auf der 1, bitte. So. Bam. Ja. Sollte passen. Ah, dachte gerade schon, was hier los. So. Warum ist er so langsam? Hä? Muss er Cache noch aufbauen? Eigentlich, let's doch. Oh, egal. Hauptsache, wir sind on. So, wir waren dabei, ja, den automatischen Ofen zu automatisieren, quasi. Du kommst weg. Dankeschön. So, haben wir alles, was wir dafür brauchen. Wir haben keinen Ofen, wir haben keine Kisten und wir haben keine Dropper oder wie heißen diese komischen Dinger. Heißt also, wir sind perfekt vorbereitet. Da setze ich mal hier ein bisschen Stein hin. So, und das war's denn. Fertig. Warum bin ich unten, wenn ich vorbereitet bin? Das verstehe ich gerade nicht. Gut, für Dropper brauchen wir auf jeden Fall Eisen. Ich weiß gar nicht, wie viel Eisen wir gerade im Haus haben. Hier sieht es schon mal eisentechnisch scheiße aus. Hier sieht es auch scheiße aus. Auch scheiße. Und genauso scheiße. Okay, wir haben also kein Eisen. Das ist schlecht. Wir müssen also auf eine Höhlenwanderung gehen. Und Eisen besuchen. Besuchen, klar. Uns Eisen beschaffen. Das geht am einfachsten, indem wir eine vorhandene Höhle suchen. Die Frage ist nur, wo wäre die nächste, die noch nicht ausgebeutet ist. Ah, dann wäre natürlich die nächste Alternative, selbst eine Höhle zu buddeln. Wenn wir schon unterwegs sind, sollte doch ein bisschen Proviant etc. mitnehmen und mir jetzt meine Taschen leeren. Apropos Taschen leeren, du kommst bitte da rein. So. Hier kommt ja, einfach so alles gedönst rein, was so gedönst und so ist, was ich jetzt so gerade nicht brauche. Hä, was ist meine Essenskiste? Ist das hier meine Essenskiste? Klar, das ist meine Essenskiste. Schon wieder. Bam. Oh. Ja, ich schmeiß erstmal alles rein hier und rüste mich dann komplett aus erstmal. Aber erstmal, damit ich überhaupt einen Überblick habe, damit überhaupt also erstmal alles clean ist, schmeiße ich erstmal hier alles weg. So. Hier ist nur Holz dran. Aha, wir haben gleich Kisten. Okay. Also Holz haben wir definitiv mehr als genug. Hätte mich auch verwundert, wenn nicht so viel Holz, wie wir hier da vorne weg gemacht haben. So, wir brauchen eine Spitzhacke. Da haben wir eine. Ich nehme sicher selber noch eine. Ja, doch, Steinhacke. Ich nehme sicher selber noch. Ach, Hake. Hacke. Also hier, die um Felder zu bestellen. Das ist nicht das, was ich brauche. Gut, dann brauche ich ein bisschen Stein und ein bisschen Stöcker. So, dann craften wir uns erstmal ein bisschen hier, ne. Was nicht gut ist, wird gut gern werden. Schippe haben wir für den Notfall dabei. Ich nehme mal, ach komm, ihr wisst ja was, hier, bumm, dann, fertig, aus, Ende. Ja, nicht für lange Fackeln hier. So, haben wir noch eine Schippe auf Reserve? Müsste, ja, nein, eine Steinaxt. Können wir aber auch mitnehmen. Ich habe keine Schippe mehr. Das ist deprimiert. Ich habe nämlich schon mal einen Stein rausgeworfen. Fuck, komm wieder rein. Danke. Okay. Dann also nochmal das Ganze. So, machen wir wenigstens noch eine Schippe. Falls wir auf Gravel oder so einen Scheiß treten, treffen sollten. Hier ist nur Gedöns, das brauchen wir alles nicht. Hier ist auch nur Essenszeug, das müssen wir auch noch mitnehmen. Überlegen. Komm, wir nehmen mal hier so ein bisschen was mit für Fackeln. Ach, manchmal her. So. Okay, Essen.
Da nehmen wir mit die drei Steaks. Sollte reichen. Wir haben echt voll wenig gerade mal hier zum Essen. Fuck. Wieso haben wir nur zu wenig zum Essen? Bin ich jetzt bescheuert? Halleluja. Ist ja nicht gerade hier das, was man. Gut, dann nehme ich mal die Schalen mit. Vielleicht treffen wir unterwegs auf Pilze. Wird wahrscheinlich eine etwas längere Tour. Zumindest habe ich es geplant. So können wir ein bisschen, mal ein bisschen rumlaufen hier. Was ist hier los? Okay, war hier jemand aktiv? Ist zumindest von mir hier geschützt. Also eigentlich sollte hier keinen Zugriff drauf haben. Na gut, ja, das Zeug hier gefällt irgendwie absolut gar nicht. Also was hier los ist, ich weiß es nicht. Wartet mal ganz kurz. Wartet mal ganz kurz. Wartet mal ganz kurz. Kann es sein, dass da was defekt ist? Es sieht mir nämlich so verdammt dunkel aus. Genau. Ja, eben, wieso nehme ich eigentlich gleich direkt die Fackel mit? Schon wieder. Vollidiot. So, lasst mich mal kurz dahin gehen, weil normalerweise sollten wir hier, so wie hier, 15 Leiter haben, aber das wird da vorne so extrem dunkel. Ne, 15 Leit. Also Lichtstärke 15. Aber wieso wächst das Zeug denn hier nicht? Was ist denn hier los? Das macht doch überhaupt keinen Sinn. Tja, soviel zu unserem Feld. Also das wird wohl nichts irgendwie. Warum auch immer, ich habe absolut keinen Plan. Das sind Karotten. Okay. Das sind. Und das ist alles Weizen. Ah doch, jetzt gerade gewachsen. Ich meine, klar, man muss in der Nähe sein, damit es wächst. Aber wenn man eine Weile weg ist und dann hingeht, dann berechnet der Server eigentlich so ungefähr, wie lange man. Also wie weit es hätten gewachsen sein müssen. Man wächst praktisch sprunghaft kurz an. Aber hier wächst gar nichts. Irgendwie. Ah, gut. Also mit Proviant wird wahrscheinlich eher nichts. So, da vorne ist jetzt eins gewachsen. Dann nehmen wir gleich mal mit hier. Trauerspiel. Gut, Hacke haben wir jetzt auch nicht dabei. Das ist traurig. So, kommst nach da, kommst nach da. Wo sind wir jetzt? Oh, falscher Ausgang. Ja, mein Gebäude braucht unbedingt mal eine Tür. Damit ich irgendwas zu orientieren habe. Fuck! So, wir haben 1, 2, 3, 4. Oh, mal gucken, wie lange die brauchen, ne? Gut, ja. Okay. Dann würde ich mal sagen, wir machen uns jetzt auf den Weg, ungeachtet dessen, was hier abgeht. Es geht ja leider nicht viel ab. Traurig aber wahr. Dementsprechend packen wir die ganze andere Plunder hier erstmal wieder rein. Wir haben immerhin 15 Brote. Das sollte das erstmal ein bisschen reichen. Zur Not, wie gesagt, vielleicht finden wir auch noch unterwegs Pilze. Kann ich die mitnehmen? Ich habe keine Ahnung. Am Server allgemein geht es auf jeden Fall nicht, weil bei meiner ganzen anderen Beten, da funktioniert alles wunderbar. Es ist nur wirklich das Bild da vorne, das wirkt irgendwie absolut gar nicht. Wie sieht es hier aus? Oh, Hashtag läuft. Okay. Wow. Alter. Das war gerade ein bisschen dumm. Oh Gott. Nein. Danke.
Gut, hier ist ein Haus, also wird es hier keine unbekannte Wohnung, Höhle geben. Ich gehe mal ein bisschen weiter so in die Richtung. In welche Richtung laufen wir eigentlich? Klar, den Verlauf der Sonne kann ich natürlich nicht beobachten. Die Sonne bewegt sich ja leider nicht. Ich hoffe, wir finden echt zurück. Alter. Alter. Okay, was ist das hier? Es sieht interessant aus, tatsächlich, ja. Aber, okay. Am besten lassen wir das hier aktiv. Jetzt kann man nämlich so schon, wie man guckt, und es kann ich einfach praktisch die Spieltaste drücken. Digga, wie lang ist denn der Fluss hier? Was ist denn hier los, im Himmelswillen? Also, guck mal, in die Richtung werden wir definitiv was finden, was noch nicht bewohnt ist. So. Aha, da haben wir gleich ein paar Pilze. Vor allem das Problem ist, dass die so extrem schnell schwimmen. Ich habe auch absolut keine Ahnung, wie ich will. Wie weit wir jetzt gerade geschwommen sind. Aber gut. Muss man ja auch nicht haben. So, gibt's hier mal eine Höhle? Bitte. Da ist auch noch ein roter Pilz. Leider nur noch. Ah, da hinten ist was. Vielleicht werden wir da fündig. Doink, doink. So. Ah, ein brauner Pilz. Sehr schön. Also unsere Pilzsuppe, unser erster Pilzsalat scheint wohl gesichert zu sein. Dann gehen wir mal straight in die Höhle. Hier gibt es schon mal Kohle. Nicht das, was ich primär suche, aber zumindest ein lukratives Ziel. Ja, komm. Dankeschön. So, hier muss ich doch aufpassen, weil es gibt ja Monster. Wow, das ist die... Wow, leck mich. Gut. Ach Gott. Okay, nächste wieder. Das war irgendwie nicht das Goldene vom Ei. Oh, ist doch Kohle. Hallo, danke. Ja, das war irgendwie nicht das Goldene vom Ei. Das habe ich mir schmackhafter vorgestellt. Tatsächlich. Gut. Auf zur nächsten Höhle. Dann werden wir wieder eine finden. Oh, Pilzbiom. Pilzbiom. Okay, unser Pilzproblem ist gelöst. Dann werden wir diese Reise auf jeden Fall schon mal damit verbringen, Pilze zu sammeln. Ist doch auch schon mal eine schöne Errungenschaft. Pilze, soweit das Auge reicht. Yay. Mhm. So. So, damit sollten wir auf jeden Fall schon mal fast ein Stack braune Pilze haben. Jetzt brauchen wir nur noch einen roten Pilz. Also ein Riesenpilz natürlich, nicht einen normalen, also sowas hier natürlich nicht. Klar, ich hoffe mal, das ist soweit verständlich, dass ich da jetzt nicht unbedingt drauf aus bin. Gut, alles eingesammelt. Dann... auf. Ah, wow, da ist ja direkt einer. Komm zu Papi. Komm zu Papi. Jawohl, 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 ja. So.
Das gibt's eine leckere Pilzsuppe. Achso, und diese schnell bewegen, wenn ich Blöcke abbaue. Nein, ich benutze kein Aimbot. Das ist einfach nur Übung. Ich glaube mal, jeder der fast so lange spielt wie ich, kann das ohne Software. Das ist quasi, da guckst du, also das ist quasi, ja, kannst du dir quasi antrainieren. Was ich mal mache, ist, während ich den einen Block abbaue, gucke ich quasi immer schon von der Position aus, wie ich abbaue, welcher Block wäre dem am nächsten, wo ich am wenigsten rüberwandern müsste. Und sobald der Block dann abgebaut ist, wofür man irgendwann ein Zeitgefühl bekommt, man weiß ungefähr, hat man irgendwann im Rhythmus, wie lange man pro Block braucht zum Abbauen. Und genau in diesem Zeitgefühl springe ich da praktisch immer zwischen den Blöcken dann hin und her. Und das, wie weit ich praktisch wackeln muss, ist dann praktisch auch einfach dann, irgendwann weißt du, wie deine Maus reagiert bei was. Und wie gesagt, ist alles nur eine Sache des Gefühls. So, wir haben... Wow. Seriously? This is fucking awesome. Nice. Okay. Gut. Um Pilze brauchen wir uns also nicht mehr kümmern. Jetzt ist immer noch das Problem mit den fehlenden Eisenvorkommen. Ja, also wir brauchen immer noch eine Höhle. Ja, da oben ist sowas. Da ist... Oh. 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 Oh, scheiße. Nein, nein, nein. Nein, nein, nicht, nein, nein. Das versaut dich mit das, was da so ab und aber nicht aufsammeln. Das würde mir mein gesamtes Inventar versauen. Mein gerade so schön zusammengepacktes, meine gerade so schön zusammengepackte Äquivalenz. Ach, auch eine kleine Höhle. Mann, ey. Kann es nicht mal eine Mammuthöhle geben? Einfach mal so ein riesiges unterirdisches Kanalisationssystem aus dem 13. Jahrhundert? Hä? Wie wär's mal damit? Ah, sowas wie zum Beispiel. Licht. Wir brauchen... Oh mein Gott, ich bin aber tief runter. Vielleicht ein bisschen zu tief. Ich weiß nicht. Du kommst weg. Du kommst auch weg. So. Ah! Wir haben Taler bekommen. Noch Taler? Digga, was geht denn hier ab? Du kommst immer weg. So. So. Lalalala. Ja, komm. Hallo? Danke. Also eigentlich läuft mein Server so richtig schön gut, aber ab und zu sind so kleine... Dann hängt er einfach mal ein paar Jahre. Und dann ist er aber auch wieder gut. So. Oha, da unten geht es aber tief runter. Okay. Ich glaube, wir haben hier Glück und hier sollte es definitiv Eisen geben. Oh. Hier gibt es Wassereinbruch. Das ist nicht weiter schlimm. Aha. Vor allem das Schönste an der Höhle ist, sie scheint bisher zumindest unberührt zu sein. Das ist natürlich sehr, ja, nice, ne? Ich dachte schon, so nah am Spawn ist hier bereits alles abgegrast, aber so bekannt ist der Mensch wahrscheinlich doch noch nicht. Schade. So, vielmehr jetzt gerade eigentlich eher Glück, ne? Ich meine, das erleichtert uns die Suche. Sag mal, was ist gerade mit dem Server los? I have no idea. Na komm, wir gehen erstmal hier runter, mal gucken, was hier so kommt. Oha. Ach du Kacke, Alter. Gut, hier kommt man relativ gut lang. Die Frage ist auch hier nur, bis wohin? Du kommst mal runter. So, kann man hier nämlich runterlaufen. Wow. Aber auch nicht endlos weit. Und schon jetzt wieder auf mit dem Vergnügen. Ah, okay. Oder auch nicht. Danke, danke. Ich wollte eigentlich dahin bauen. Danke.
Ach du Kacke. Das sieht hier aber aus wie eine harte Klippe. Hier gibt es darunter garantiert nichts. Nee, hier drunter gibt es nichts mehr. Fuck! Wie komme ich also weiter runter? Oh nein, nicht Invisibility. Fuck, warum habe ich Invisibility? Hier gibt es doch diesen scheiß Bug. Leute, sorry, aber Riff. Revoke. Wie heißt der? Wie heißt der? Ach, Invisible. Bille. Fuck! Ach so, ja. Mein Name bitte noch. Dankeschön. Dankeschön. Ist er weg? Ja, ist weg. Warum habe ich Creative? Hä, vor allem genau da, wo Invisible war, war ist jetzt Creative. Hä? Ja, eben. Creative kommt jetzt gerade hinzu. Warum habe ich jetzt gerade Creative bekommen? Wow. Wow. Echt, wow. Nee, wow. Wow. Nee, ich habe kein Creative. Ach, leck mich. Leck mich hart. So, jetzt kann ich nämlich hier mich schön. Hä? Ich habe immer noch den Bug. Ist doch nicht dein Ernst. Ist jetzt hier gerade los? Oh, Ronny, was tust du denn da? Nein. Ja, ihr dürft mich schlagen. Fuck you. Danke. Geht doch. Sehr schön. Meine Fresse, Alter. So, jetzt sollte ich hier nicht mehr lang. Ich weiß nicht. Ich traue es mir nicht auszuprobieren. Achso, ich kann es hier ausprobieren. Ja, es funktioniert. Okay. Ah, Glück gehabt. Oh, Glück gehabt. Okay, gut. Jetzt kann ich wieder normal spielen. Heißt also, da unten geht's weiter. Ja. Wow, die ersten 20 Minuten sind rum und ich habe noch nichts wirklich geschafft, außer, obwohl doch, wir haben immerhin reichlich Pilze gesammelt. In dem Sinne, ja, würde ich mal sagen, schau mit vorne.